um euch nochmal zu erinnern. Der Täter hat für die komplette Tat 12 Minuten gebraucht. Nachdem ich die Polizei angerufen habe, bin ich nochmal in die Bar gerannt, um nach meinen Freunden zu gucken. Erst dann wurde mir richtig klar, dass meine Freunde gestorben sind. Dass Said, Nessa, Hamza tot sind. Dass Ferhat, Mercedes und Gökhan auch tot sind. Und ich konnte es nicht glauben. Serpil Temiz Unvar und Peter Minnemann. Sie verlor ihren Sohn, er verlor viele seiner Freunde. Am Abend des 19. Februar 2020 wurden in Hanau 9 junge Menschen ermordet, aus rassistischen Motiven. Der Täter schoss gezielt auf Menschen in der Innenstadt. Dann fuhr er hierher, zur Arena Bar, einem Treffpunkt im Stadtteil Kesselstadt. Ich hab, wir haben gehört, vor der Tür schießt jemand. Ich habe selber gedacht, das ist eine Schreckschusspistole. Ich habe es auch so gedacht. Ich glaube, die anderen hätten das auch so erwartet. Also ich hätte nicht erwartet, dass jemand mit einer scharfen Pistole reinkommt. Ich habe gedacht, das ist eine Schreckschusswaffe. Er kam rein, direkt so. Er ging in den Kiosk rein und wir konnten ja nicht sehen, dass im Kiosk die Leute umfallen. Da ist er in der Wand dazwischen. Und dann kommt er zu uns und läuft direkt auf uns zu und fängt an zu schießen. Und dem Moment, wo wir aber schon in den Kiosk reingegangen sind, sind wir alle Richtung hinten gegangen. So, ey, was macht der und so? Das ist ja, weil ich habe gedacht, das wäre ein kleines Kind oder so. Aber da kommt jetzt gerade ein erwachsener Mann mit einer Waffe rein und schießt rum. Und dann haben wir uns, das war instinktiv, ich habe nicht viel nachgedacht. Ich habe einen Gedanken gehabt, da eine Fensterscheibe einzuhauen, aber ich habe es nicht gemacht. Mein Instinkt hat was anderes gemacht. Und ja, da haben wir uns versteckt hinter diesen Balken und dann sind wir alle hinter den Tresen gekrochen und zwei haben es halt nicht geschafft. Der Täter wird nicht vor Gericht stehen. Er fuhr nach Hause, tötete seine Mutter, dann sich selbst. Weiß ich nichts 100%, ich weiß nur das. 100%. Was ich weiß, ich zeig dir gleich. Julia und Niculescu Paun verloren ihren Sohn Willi Viorel. Willi hat hier blockiert. 100%. Der Mörder schoss am ersten Tatort auf Willis Auto. Sie sind überzeugt, ihr Sohn hat dann trotzdem versucht, den Mörder aufzuhalten und sein Auto zu blockieren. Also Willi hat ihn verfolgt. Bis dahin, bis Schumacherplatz. Also Kramerstraße hat 3 oder 4 Videokamera. Und noch auf diesem Weg, es gibt noch 3 Kamera. Immer wieder fahren sie die Strecke ab. Den letzten Weg von Willi. Bis zum Parkplatz vor der Arena Bar. Ihr Sohn verfolgte den Täter, versuchte immer wieder die Polizei zu rufen. Niemand antwortete. Er hatte sein Handy noch in der Hand, als er starb. Genau bis hier. Und dann laufen direkt in Arena Bar. Alle sagen, einmal hat gehört, Schießerei, aber mein Sohn hat 3 Bullets in seinem Körper. Das ist nichts, lass die Kamera. Das ist nicht für zum Beispiel wie diese Corona. Ab 15. kannst du gehen kaufen, kannst du gehen Urlaub. Ab nächstes Jahr kannst du das machen. Das ist für ganze Liebe. Das ist für ganze Liebe. Okay.
Für alle Familien. Wie viele denn? Eine? Macht's gut. Zwei, ja. Super. Okay. Alle 30. Alles gut. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Wir sehen uns am Mittwoch. Mittwoch, ja. Serpils Sohn Ferhat starb in dem Kiosk neben der Arena-Bar. Zweimal in der Woche legt sie frische Blumen vor die Fenster. Alles liegt hier in unmittelbarer Nachbarschaft. Der Tatort, das Haus des Täters und die Wohnungen der Familien, die ihre Kinder und Geschwister verloren haben. Serpil ist seit Tagen mit Putzen und Einrichten beschäftigt. Sie hat sich einer solidarischen Initiative für die Opferfamilien angeschlossen. Zusammen mieten sie im April diesen Ladenraum. Kraft tanken. Ah, für Unterstützung und neue Kraft. Hey, tanken Sie. Tanken ist nicht. Kraft nehmen. Kraft nehmen und Kraft geben. Ja, aber nicht tanken. Weil das ist nicht ein Auto. Tanken geht nicht. Oder? Kommt ja noch Bilder, ne? Von unseren Kindern. Bild ja hier. Super schön, finde ich. Ja, wir haben alles zusammen geplant. Ne? Alles zusammen geplant. Und wir brauchen Hilfe, ne? Für diesen Raum. Muss. Dieser Raum muss bleiben. Wenn ich jedes Mal hierher komme, bestimmt eine andere Familie, eine Person auch ist da. Und das fühlt bei mir sehr gut, also ein bisschen. Ja. Ich kann mit Chetin gut reden, weil ich weiß, er versteht mich. Deswegen, und andere Familien auch noch. Deswegen, ja, dieser Raum ist ja wichtig. Ja, gut, dass wir überhaupt sowas haben jetzt, dass wir... Sehr wichtig. Ja. Für viele ist der Raum schon vor der Eröffnung ein zweites Wohnzimmer geworden. Ein Raum gegen das Vergessen. Er liegt genau gegenüber dem ersten Tatort in der Innenstadt. Hier wurden drei der Opfer erschossen. Viele der Familien kommen jeden Tag in den Laden. Ein Ort für sie zum Reden. Warum? Das verstehe ich ja nicht. Diese Frage frage ich jeden Tag zu mir selber. Warum? Warum mein Sohn ist gestorben? Was hat er gemacht, oder? Warum? Was hat er erreicht? Nichts, ne? Oder? Peter und seine Freunde trafen sich im Jugendzentrum fast jeden Tag. Das Haus des Täters ist nur einen Steinwurf weit entfernt. Wenige Minuten läuft man von hier zur Arena-Bar und dem Kiosk, wo Ferhat starb. Kennst du das, wenn du einem Menschen begegnest und du musst einfach lachen, wenn du ihn yeah, siehst? Ja, yeah, genau. Du musst einfach so, ja, was so. Du musst einfach lachen, wenn du ihn siehst. Auch wenn er Sachen gesagt hat, so zum Beispiel, die einem vielleicht nicht gepasst haben. So. Wir haben uns immer so gegenseitig so ein bisschen so fertig gemacht und so. Du kannst mir nicht böse sein so darüber. Aber im Ferhat war auch das Krasse so. Der war mit jedem cool einfach so. So mit jedem. Es gab keinen Mensch, so, mit dem der so nicht cool war. Ferhat war auch immer Fasching. Ferhat hat da immer so eine Deutschland-Perücke. Kennst du diese deutschen Afro-Perücken? Damals ist er immer rumgegangen. Deutschland okay, in der Fresse. Ja, Deutschland-Schal. Aber bei auch WM-Spiel, auch bei WM-Spiel. Fußball überall. Er war immer für Deutschland. Das war der lauteste. Er war zwar der Ausländer von allen und ein Deutscher hätte ihn wahrscheinlich auch so als Kanake abgestempelt und vielleicht sogar auch ironisch gesehen, aber er war immer so... Der war stolz, er war richtig stolz. Ja. Der war... klar.
Ferdot war schon immer anders gewesen, hat auch anders gedacht. Ich war ja in der Grundschule mit dem gewesen. Ich war von 1. bis zur 4. Klasse, war das mein Sitznachbar auch. Der hat im Unterricht aus allem Möglichen irgendetwas gebastelt. Egal, ob das Toilettenpapier war oder Servietten mit Stiften, Radiergummi. Irgendetwas hat er zusammengebastelt, hat dann am Ende gesagt, schau mal, das kann jetzt sowas machen. Dann hat er einfach das so gezeigt, so vorgeführt. Aber im Unterricht hat er nie zugehört. Aber komischerweise hat er trotzdem immer gute Noten geschrieben gehabt. Also richtig intelligenter Junge. Aber es hat ihn halt nicht so, und die haben den auch nicht gefördert. Der hat ein Talent gehabt, so der war vielleicht. Im Gegenteil, so, die haben der ihn zum Arzt gebracht und haben ihn sogar. Ja, das war so. Das war auch bei meinem kleinen Bruder so. Die wollten den so auf die Dings Petro schicken und so Geschichten. Haben gesagt, Verhaltens irgendwas auffällig hin und her. Anstatt den sich mal zu schnappen. So, der Junge hatte richtig Potenzial, richtig schlauer Kerl. Der hatte eine andere Welt an sich gehabt. Mhm. Und Ferhat, der war dafür bekannt schon ein bisschen, dass er immer Leuten die Hose runtergezogen hat. Ja, Mann. Wenn wir jetzt hier stehen würden, du würdest erwarten, dass er von einem von uns drei die Hose runterzieht. Aber nein, er hätte wahrscheinlich deine Hose runtergezogen. So einer war das. Er war schon... Unberechenbar. Ja. Unberechenbar, ja. Aber auf coole, lustige Art. Ja. Was soll man noch mehr sagen? Es bleiben nur noch Geschichten. Nur wenig erfahren die Angehörigen über die Details zur Tatnacht. Im Mai fahren sie gemeinsam zu einer Sondersitzung in den Hessischen Landtag nach Wiesbaden. Also, ich nehme mit, oder? Ja, wenn wir reingehen. Musst du deinen Ausweis noch vorzeigen? Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig mitzubekommen, dass trotz Corona-Krise wirklich weitergearbeitet wird und das nicht verdeckt vergessen wird. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es eine große Verunsicherung gibt im Moment. Seit 3 Monaten kriegen wir keine weiteren Informationen, nicht zum Tathergang, nicht zum Hintergrund. Der Gedanke quält sie, ob die Tat vielleicht hätte verhindert werden können. Der Täter hatte zuvor im Internet rassistische Fantasien verbreitet und besaß einen Waffenschein. Sie wollen wissen, ob es Versäumnisse beim Polizeieinsatz gab. Zu viel Politik für mich. Bitte verzeihen Sie mir. Reicht. Ich denke, alle brauchen Antworten von der Polizei. Was passiert? 19 Stunden bleibe ich im Auto. Unmöglich. Wir reden hier über deutsche Polizei. Nicht deutsche Polizei, nicht Polizei von Rumänien, von Bulgarien, von Pakistan, von der dritten Welt. Polizei Hanau. Polizei von Hanau. Nein, die ganze Polizei. Sie wollen Antworten auf drängende Fragen. Aber auf viele Fragen gibt es an diesem Tag keine Antwort. Können Sie uns Ihren Namen noch mal sagen? Paul Niculescu, Vater von Paul Willi Viorel, ein Held, 100%, ein Held. Können Sie das Handy noch mal zeigen? Auch ein Vierteljahr später, im August, sind viele Fragen offen. Die Angehörigen und Freunde wollen eine große Demonstration in Hanau organisieren. Wegen Corona darf aber nur eine Kundgebung stattfinden. Es geht den Angehörigen nicht nur um lückenlose Aufklärung der Tat, es geht auch um Konsequenzen in der Gesellschaft. Heute werden sie ihre Geschichten erzählen und von ihren Erfahrungen sprechen. Ich hätte ihm noch so vieles sagen müssen. Wir dachten ja immer, wir haben noch so viel Zeit. Wir haben so vieles erlebt in diesem kurzen Leben meines Sohnes. Und vieles davon tut mir immer noch weh. Ich denke so viel darüber nach, wie oft wir uns über die Schule gestritten haben. Ferhat war ein hochbegabtes Kind, sehr intelligent und sehr lebendig. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Lehrer ein Ausländerkind oft nicht akzeptieren. Ferhat hat immer wieder diese Erfahrung gemacht. Und ich habe immer wieder zu ihm gesagt, du musst mehr arbeiten als die anderen, weil du nicht gleiche Chance hast wie die deutschen Kinder. Danke, Serpil. Ich bin zu der Streifenbahn gerannt
habe ihm die Situation geschildert und ich kam mir vor, als ob ich mit einer Wand rede. Es wurde nichts getan. Erst nach 10 Minuten hat sich die erste Polizistin in die Bar reingetraut, um erste Hilfe zu leisten. Etwas später haben mich 3 Polizisten kurz befragt, was ich mit der ganzen Situation zu tun hatte. Ich hab ihnen erklärt, wer ich bin und was mir passiert ist. Offensichtlich wussten sie nicht, was sie mit mir machen sollen. Der Täter war noch auf der Flucht und die Polizei sagte mir, ich solle zu Fuß 2,5 Kilometer zum Freiheitsplatz laufen, um dort meine Aussage zu machen. Ich dachte mir, ich bin im falschen Film. Mercedes Kirpac! Gökhan Gültekin! Gökhan Gültekin! Hamza Kurtovic! Hamza Kurtovic! Fatih Saraçoğlu! Fatih Saraçoğlu! Ferhat Unvar! Ferhat Unvar! Kaloyan Belkov! Kaloyan Belkov! Said Nesar Haşemi! Said Nesar Haşemi! Vili Viorel Paun! Vili Viorel Paun! Sedat Gürbüz! Sedat Gürbüz! Wir werden es nicht zulassen, dass diese Namen in Vergessenheit geraten. Für die Pounds gibt es im August noch einen besonderen Moment. Seit Willis Tod auf dem Parkplatz gab es keinen einzigen Tag, an dem sie nicht dafür gekämpft haben, dass hier ein Gedenkort entsteht. Nach der Zeremonie wird auch der Bürgermeister sprechen. Se sfințește crucea aceasta cu harul preasfântului Duh și prin stropirea cu aceasta apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Im Grunde hat Willi Viorel nahezu alles richtig gemacht. Eine zutiefst tragische Feststellung. Er ist nämlich nicht einfach nur auf eigene Faust und ich krieg das schon irgendwie in den Griff hinterher. Sondern er hat das, was jeder von uns in einer solchen Situation ja tun sollte, getan. Deshalb ist Willi Viorel, liebe Eheleute Paun, wie er in diesen Minuten agiert hat, ein Held in dieser Nacht. Manche nennen ihn Peter, manche Pete und manche neuerdings auch Bilal. 2 Tage nach dem Anschlag ist er in die Moschee gegangen und sprach dort das Glaubensbekenntnis. Er konvertierte vom Christentum zum Islam. Der Imam gab ihm den Namen Bilal. Bilal war... Der erste Muezzin war ein schwarzer Sklave damals. Es war auch ein Gefährte des Propheten. Und er war der erste Mensch, der den Gebetsruf gesprochen hat und zum Gebet aufgerufen hat. Amin. Hamide. Allahu Ekber. Im Gebet ist mein Kopf frei und im Training ist mein Kopf auch frei. Also die beiden Sachen helfen mir, Stress abzubauen, helfen mir, mit gewissen Situationen klarzukommen.
Ich kann ans Grab gehen, ich kann dort sitzen, ich kann dort beten. Mir vergießt mittlerweile keine Träne mehr. Aber sehe ich die Eltern und sehe ich den Eltern ihren Schmerz, dann tut auch mein Herz weh. Und wenn ich dir sage, dass ich wahrscheinlich nur 5% von dem fühlen kann, was die fühlen, dann will ich mich ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was die fühlen. Ich meine, du trägst deinen eigenen Sohn ins Grab. Für mich war es schlimm, ich war an der Beerdigung, das war schlimm, ich habe sowas noch nie gesehen, ich war noch nie in meinem Leben auf einer Beerdigung. Und direkt werden 3 von meinen Freunden beerdigt. Sie holen ihn aus dem Sarg raus, legen ihn ins Grab, jeder packt sich eine Schaufel und schüttet, und du weißt, dein Freund ist in diesem weißen Tuch drinne, du legst ihn gerade in die Erde rein und du schüttest mit deiner eigenen Hand Erde da rein. So, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe vorher sowas noch nie gemacht. Also die ersten Personen, die ich beerdigen musste, waren meine Freunde und ich musste ja noch sehen, wie die sterben. Kann man bei Dings mit Karte zahlen? Mittlerweile ist es Herbst geworden. Willi war das einzige Kind der Pounds. Erst vor 5 Jahren kam die Familie aus Rumänien nach Deutschland, um sich hier ein neues Leben aufzubauen. Willi hat sie überredet. Deutschland war sein großer Traum. Julia 19 Jahre alt und ich 21. In dieser Nacht. Ich habe viele gemacht. Die Familie lebte gemeinsam in einer kleinen Wohnung in der Nähe des ersten Tatortes. Mittlerweile sind Julia und Niculescu umgezogen. Sie haben es dort nicht mehr ausgehalten. Das ist vom Arbeit. Willi arbeitete als Paketzusteller. Am Abend des 19. Februar kam Willi nicht nach Hause. Erst als die Pounds am nächsten Tag mittags voller Sorge selbst zur Polizeistation gingen, erfuhren sie vom Tod ihres Sohnes. Die Polizei hatte sie nicht informiert. Warum, erfahren sie mit Hilfe einer Anwältin erst jetzt aus den Polizeiakten. Dieses Foto war in ganzer Welt. Diese Foto war in ganzer Welt, wenn du willst, auch in Dschungel, in Wilderness, rund im Internet. Vom 23, halb elf, so ungefähr. Ich hab keine Ahnung. Zweiter Tag, ich war zum Arbeit. Ich hab keine Ahnung, was passiert mit meinem Sohn. Ich habe gedacht, na, er ist jung, er arbeitet, vielleicht ist ein Mädchen, mit einem Mädchen Spaß machen. Die Eltern wurden nicht informiert, dabei hatte Willi seine Ausweispapiere dabei. Er saß 18 Stunden lang tot in seinem Auto. Aber wie sich jetzt herausstellt, wurde er mit seinem Vater verwechselt, selbst noch bei der Obduktion. Niculescu ist fassungslos. Weiß ich nichts warum. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich immer frage mich. Und diese Sache, weil mein Sohn war im Kurschmacherplatz mehr als 18 Stunden. Das macht mich kaputt. Das macht mich crazy. War alleine. Name, Geburtstag, Geburtsmonat und Jahre. Und du siehst du einen Mensch von 45 Jahren, ja, alt, aber in der Tisch hast du einen Junge. Trotzdem sagst du nichts. Wo ist die Profi? Weil die Politiker hat gratuliert, die Polizei. Wegen guter Arbeit.
Ich gratuliere auch wegen Scheißarbeit. In Akte vom Generalbundesanwalt, ich bin gestorben, hat meine Leiche Autopsie gemacht, hat alle gemacht. Also in Akte von Polizei, vom Generalbundesanwalt, steht mein Name, mein Geburtsdatum, alle. How can I trust anymore in that institution? How can I trust anymore in policemen? Der Laden ist mittlerweile Versammlungsraum, Beratungsstelle und Gedenkort. Serpil bereitet die Gründung einer Bildungsinitiative vor, um gegen Rassismus an den Schulen zu kämpfen. Genau. Darf ich mal kurz sehen? Sie gibt heute ein Interview. In 2 Tagen ist es soweit. Kraft nehme ich von meinem Sohn. Ja, das mache ich ja für ihn vieles Mal. Manchmal habe ich ja wirklich überhaupt keine Kraft. Aber ich sag's, er hat. Und dann bin ich ja wieder, ich stehe ja wieder auf. Sag ich ja, ich muss für meinen Sohn weitermachen, ja. Er hat ja geschrieben, tot sind wir es, wenn man uns vergisst und soll keine unsere Kinder vergessen. Ja, richtig. Ja. Und starke Frauen auch, das ist ja sehr wichtig. Genau, wenn eine Frau genug stark ist, kann auch zu eigenen Kindern sehr viel helfen. Das Konzept oder die Idee ist jetzt da und Bildungsinitiative Verhat Unwahl wird jetzt am Samstag veröffentlicht und dazu auch die Webseite. Und das Bild hat ja mein Sohn gemalt, ne? Kleine. Ah, okay. Ja. Ah, ja. Und das ist ja ein Geschenk für meinen Sohn. Das gefällt so ihm bestimmt. Mit Sicherheit. Ja. Ja. Okay, super. Dann mach ich mal hier Stopp. Es ist der 14. November. Heute wäre Ferhat 24 Jahre alt geworden. Genau an diesem Tag ruft Serpil die Bildungsinitiative ins Leben. Das Aufbau, das Konzept, dieser Aufbau. Aber Aufbau natürlich mit den Schulen auch, ne? Weil nee, erstmal das Konzept weh. Ne? Die sagt was anderes, du sagst was anderes. Nein, die Serpil hat schon recht, weil in diesem Aufbauprozess gehören auch Lehrkräfte, die dieses Projekt unterstützen, mit rein. Das heißt, auch Treffen mit Lehrkräften oder mit Leitungen. Wie macht man das auch mit der Schule? Zum Beispiel von meiner Mutter letztens erfahren, dass meine Lehrerin gesagt hat, warum soll sie aufs Gymnasium gehen? Für was? Sie wird ja nicht irgendwie Literatur oder keine Ahnung was studieren. So in der Art, was sie machen kann, ist ja nur Friseurin, Kauffrau, in irgendwas, genau. Und das sind so Erfahrungen, was die Lehrer damals ja eigentlich gar nicht realisiert haben, wie rassistisch das eigentlich ist. Ja, Leute, aber auch nicht übertreiben, ne? Also wir wären jetzt auch nicht alle Physiker oder hätten jetzt den Impfstoff gegen Corona gefunden. Das habe ich ganz ehrlich gedacht. Also, ne, das war doch seine Zitatarbeiterfische, ne? Ja. Ich mache erstmal von mir. Ja, am Flughafen hat es nicht mehr so gut. Nein, das ist nicht. Komm. Aber senkrecht. Nicht senkrecht, waagerecht. Okay. Das finde ich schön. Da schick mir das. Das ist wirklich schön. Ja.